Das ist jetzt quasi die letzte Strecke. Die dürfte ja recht einfach zu finden sein beim nächsten Mal, weil wir jetzt natürlich auch die Aufnahmesession beenden müssen. Wir müssen das E-Werk am Ende dieser Strecke finden. Die Menschen müssen es versehentlich von meinem Netz getrennt haben. Sicher nur ein Verwaltungsfehler. Ja, die Verwaltung. Auf. Ja, das sieht schon mal sehr interessant aus. Auch wenn wir gerade noch nicht viel sehen. Na? Ich kann jetzt auf jeden Fall versuchen... Zieh mal hier Ruhe im Karton. So. Ich habe den Traktorstrahl und der leitet uns hier lang. Was bringt uns im Endeffekt denn? Hängen wir jetzt noch 1-2 Minuten ran und dann kannst du definitiv 2 Folgen draus machen. Das Ding ist, ich glaube nicht, dass wir das, wenn ich mir das so angucke, dass wir das so schnell lösen können. Okay. Hier ist keine Portalfläche. Da unten ist eine Portalfläche. Ach da, genau. Bist du da? Genau, ja. Huh? Nee, ich habe ja die Kontrolle über den Strahl. Oh. Na herrlich. Jetzt sind wir die Testobjekte hier, oder was? Das ist ja genial. Das war sie jetzt aber, das war ich nicht. Das hat ja schon mal geklappt. Das war sehr intuitiv mit dieser Bande. Gut, dass ich die von Anfang an gemacht habe. Wirklich. Nicht mal mehr Menschen machen das. Das war auf jeden Fall sehr cool, ja? Ja, das hat wie am Schnürchen geklappt. Okay. Du hast ja deinen Kernauftrag. Ach du liebe Zeit. Ja, Kim, hier, ich darf das die rechte Seite nie benutzen. Immer nur die linke. Schießen die da noch durch? Warum schießen die da noch durch? Also die treffen uns auf jeden Fall nicht mehr. Okay. Auf Deutsch gesagt, der Laser ist... Das ist... Wo? Oh Gott! Aber es hat getroffen, aber es hat dich nicht getötet, ne? Genau. Okay. Wo bist du? Ich bin gerade am Reden. Ich bin über dir. Ah, über mir, okay. Ich nehme an, wir können hier drauf. Können wir auch. Bringt uns das was? Da drüben ist ein Feld. Komm wieder hin. Gefahrlos irgendwie. Ah, okay. Eventuell so. Nein, so nicht. Ich weiß nicht, ob ich meine Bande vielleicht aufgeben muss. Ja. Könnte man von hier aus reinspringen? Aber man kann es nicht umkehren, oder? Ach ja, das passt aber auch. Ja, dann passt das doch. Dann kommst du wieder hoch und setzt dein Portal hier hinten und dann springen wir in den Strahl. Hast du da was entdeckt? Ja. Watch. Da habe ich dir aber schon gesagt. Okay. Ihr solltet die Geschütztürme vermeiden. Das heißt, ich muss mich jetzt auch töten? Ich versuch's mal so, irgendwie da hinzukommen. Du musst eigentlich noch durchkommen. Ich habe ja das nur einmal setzen müssen. Genau, das ist hier unten noch. Und da oben wird man zwar beschossen, aber nicht getötet. Uah! Im Strahl rein. So, da hinten oder wie? Genau. Wenn du da den Strahl hinsetzt und wir von hier aus dann reinspringen, kann ja mal Versuchskaninchen spielen. Dann sollten wir jetzt auf der anderen Seite rauskommen. Okay, sollte so sein, ja? Okay, ich bin da. Okay. Dachtet ihr, der Schalter sei dort unten? Also ich bin jetzt da, wo ich sein soll. Die Perspektive. Perspektive war ein Riesenproblem. Ja, kommst du jetzt noch irgendwie hoch, oder? Ich schaue, ob ich das schaffen kann. Ich bin so doof. Okay, wir können gemeinsam reisen. Ach so, okay. So. Oh, das hat mich getroffen. Also in den Strahl zu springen, da wäre ich nicht drauf gekommen so schnell.
Oh, die haben mich erwischt von hier aus. Bei dem Tempo können wir nur hoffen, okay, ich lasse den Strahl erstmal. In 2 Millionen Jahren schmilzt und die Explosion das System wieder ans Netz bringt. Hier liegen noch, sind noch meine verglühten, verglühten Teile rumgelegen. Nein! Warte mal, ich muss. Oh, jetzt habe ich den Strahl ausgemacht. Genau, ja. Ich habe schon neu platziert. Es tut mir leid. Also, ich brauche das hier und ich brauche das hier. Ich hatte vergessen, dass meine Dinger dann weg sind. Na komm! Na komm! Hallo? Jetzt, Anna. So konnten die mich diesmal abschießen. Wahrscheinlich, weil die durch mich schon so in Rage waren. Mhm. Ansonsten müssten die sich ja erstmal aktivieren und suchen und so. Oh, gut. Okay. Da. So, darüber. Und dann haben wir es eigentlich auch schon fast geschafft. Oh, ich glaube, ich weiß schon, warum ich drauf gegangen bin. Und so gegenseitig ein bisschen stockend bremsen, mehr oder minder, wenn wir genau hintereinander sind. Könnte es vielleicht gewesen sein. Okay. Hey. Ich dachte jetzt, wir können ja rein, aber nein. Achso, hier ist ja eine Portalfläche. Und rein. Erstmal ausprobieren. Irgendwas wird da schon sein. Wundervoll. Die reinste Abenteuerjagd hier. Ah ja, genau. Hier ist wieder ein Durchgang. War ja jetzt vom Prinzip her auch noch einfach. Aber wir haben keine Banden mehr. Ja, ich sehe dich. Können wir hier durchgehen? Ja, und die brauchen wir natürlich jetzt, weil da schon wieder... Aber die können wir eh nicht. Doch, hätten wir. Also ich würde sagen, wir sind noch längst nicht fertig. Ja, meinen Traktorstrahl kriege ich auf jeden Fall. Kann hier Portal setzen? Oh. Für irgendwo eine Bande. Ach man, verdammt. Also das ist auf jeden Fall... Wo sind denn deine Banden? Kommt man da echt nicht ran von hier aus? Doch, klar, kann man. Wo? Siehst du sie? Ja. Ach, von hier aus siehst du sie? Da unten. Ah. Ja, wunderbar. Das heißt, in der Umkehrschluss, das ist meine Fläche und das da vorne ist deine. Also da, wo ich schon mein Portal drauf geballert habe. Okay. So. Gut. Weiter geht's. Gute Idee war, dass ich diesmal vorgesprungen bin. Und noch scheint hier alles ruhig und safe zu sein. So, ich sehe auch schon mal eine nächste Fläche. Bist du angekommen? Ja. So. Uah. Oh, wir sind wieder Testsubjekte. Ich habe nicht rechtzeitig gesehen, wo ihr seid. Eine Portalfläche für mich gewesen wäre. Also da musst du auf jeden Fall zuerst reinspringen. Okay. Weil die kommen echt. Auskundschaften, wo die sein sollen. Die sind entgegengesetzt quasi. Also du musst quasi zurückgucken, damit du die Flächen siehst. Und du musst definitiv zuerst rein, weil ansonsten sind wir hinüber. Ja, wieder falsche Taste. Okay. Entgegengesetzt sagst du. Das heißt, ich muss in diese Richtung schauen. Genau. Okay, dann hoffe ich, dass ich die sehe. Im Prinzip kannst du ja schon... Genau, wenn wir... An diesem Pfeiler ist zum Beispiel einer dran. Aber den sieht man eben nur von der anderen Seite aus. Ah, okay. Mhm. Gut, dann denke ich, weiß ich, wo ich hin muss. Dann versuche ich mal, dich irgendwie vorzulassen. Mal gucken. Uah. Oh Gott, das hat schon mal geklappt. Oh Gott, diesen... Da ist kein... Ach, da. Genau. Oh, das geht auf die ganze Breite. Okay. Oh, Gott sei Dank. Mein Herz. Gut. So. Oh, ja. Sind wir ja sogar schon da. Dürfen wir jetzt eigentlich nur noch unsere tolle Stelle finden, wo wir beide den Knopf drücken müssen. Beziehungsweise die CD einlegen. Also hier ist schon mal das CD-Laufwerk. Hier
Ach, warte mal. Nee, hier ist keine Portalfläche. Schade. Es hätte mich nämlich jetzt nicht gewundert, wenn der Faktorstrahl genau da rein hätte gehen müssen. Kann man hier irgendwo überhaupt Portale setzen? Nein. Ich glaube nicht. Das ist alles irgendwas, nur kein Mondgestein. Ja, wie kriegt man jetzt die Tür auf? Ach, hier ist ja die CD. Wir müssen nur die CD finden. Wo? Die war hier hinten auf dem Tisch. Hinten. Nett. Oh Mann. Ja, zu naheliegend. Geschafft. Das System hat wieder Strom. Ich bin voll verbunden. Oh. Ich kann alles sehen. Und es ist nichts passiert. Sehr schön. Ja. Ich bin voll verbunden. Das hat sie gesagt, so wie, oh, ich bin voll besoffen. Voll stoned, die Gute, ey. Wahnsinn. Wahrscheinlich ist es auch eine Art Droge für sie. Würde mich nicht wundern. Mich auch nicht, um ehrlich zu sein. So, mal gucken, was wir jetzt aktiviert haben. Glückwunsch zum Abschluss der Standard-Team-Teststrecken von Aperture Science. Zu diesem Anlass habe ich eine Überraschung für euch. Eine Sonderbonusstrecke, an deren Ende wir Menschen finden und befreien. Oh, das glaube ich gleich auch sofort. Dank euch weiß ich, wo sie sind. Ich habe schon alle Sicherheitsmerkmale deaktiviert und so den, Notausgang aktiviert. Alles, was ihr zu tun habt, ist, die Menschen zu befreien. Sie danken euch sicher mit einer Party. Okay. Wir sind gerade die 5 Teststrecken angerückt. Nett. Ja, wie aber man weißt da jetzt allerdings drauf kommt. Ja. Ich bin noch einmal versehentlich mehr oder minder so aus Neugierde irgendwie hier so rüber gehüpft. Und hatte das damals noch zum Dreierabschnitt gehört? Kann sein, oder? Dass ich damals einmal versehentlich vorgesprungen bin. Das ist möglich, ja. Recht viel mehr Platz bleibt hier ja bald nicht mehr, wenn es so weitergeht. Ich weiß auf jeden Fall. Also ich meine zu wissen, wie wir da hinkommen. So eventuell? Das sollte nicht das Problem sein, glaube ich. Ja. Genau, so kommen wir da hin. Ups. Okay. Das sieht auf jeden Fall nach schwerem Bonus. Strecken aus. Bewegungsgelee, okay. Abschnitt 5. Oh, das sieht jetzt hier extrem... Vorgegangen? Ja. Das sieht jetzt hier natürlich extrem altmodisch aus irgendwie. Was auch zum Singleplayer passen würde, weil da ist... da fällt man irgendwann sehr, sehr tief nach unten, quasi in die Vergangenheit von Aperture Science und da sieht es auch alles sehr, sehr altmodisch aus. Ja. Könnte interessant werden, ich bin gespannt. Und das ist jetzt ein ganz gemeiner Cliffhanger, denn wie es hier weitergeht, das werden wir wirklich erst in der nächsten Folge erfahren. Ich hatte auf jeden Fall wieder jede Menge Spaß. Ich hoffe natürlich, Julia drin auch, aber so, wie sie das angehört hat. Wie sich das angehört hat, denke ich mal schon. Ja, und ich bin schon sehr gespannt, was der Abschnitt 5 so für uns bereithält. Oh ja, das wird interessant werden, fürchte ich. Im Abschnitt 4 waren ja so schon so Sachen, naja, die waren nicht ganz so einfach. Aber lustig. Aber lustig. Ja, und darum spiele ich dieses Spiel auch so gerne. Es ist fordernd und aber auch lustig und ja, es verbindet irgendwie alles, was man gerne hat. Ja, also wir hören uns dann in der nächsten Folge an dieser Stelle wieder. Also dann bis dahin, ciao. Ja, ciao.